Hallo, liebe Freunde des guten und des besonderen Bieres. Ich bin's wieder, euer Biertester mit dem Teil 12 unseres Adventskalenders. Wie einige von euch bemerkt haben, sicherlich, unsere treuen Zuschauer werden das sicherlich bemerken, in unserem Adventskalender springen wir im Moment so ein bisschen hin und her mit verschiedenen Biersorten und viele davon kommen aus dem südostasiatischen Raum. Das liegt daran, dass ich da zu Gast war und habe so ein bisschen was mitgebracht. Also einige haben da schon nachgefragt, ich will es dir auch gerne sagen. Auf diesem Wege nochmal vielen Grüße an meine Freundin in Singapur, die das hier auch sehr intensiv verfolgen, wie ich weiß. Ne? Zum Wohl auf euch und natürlich auf alle anderen. Heute mal wieder Singer hatten wir schon von der gleichen Brauerei, den Leo. Wenn ihr ihn sucht, werdet ihr ihn finden. Singer Premium Import Lagerbier, klassische Bierdose. Was ist da drauf? So ein ne? thailändischer, chinesischer Drache. Ich kenne mich da nicht so aus, wo da der Unterschied ist. By Royal Permission. Aha. Scheint Haus- und Hofbier des thailändischen Königs zu sein. Premium Lager Import, Original Thai Beer since 1933, imported nach Singapur von irgendeiner Firma, produziert in Thailand, klassische Bierdose, schlicht gehalten, wie gesagt, weiß mit Gold, sieht schon mal ganz nett aus. So, ich mach mal auf, ich will wissen, was drin ist. Für die, die immer so meckern, wie könnt ihr denn Dosenbier trinken? Nein, ich sag's immer wieder, die Dose ist die beste Verpackung für ein Bier. Da kommt kein Licht dran, ist luftdicht abgeschlossen. Als Brauer wünsche ich mir genau das. Aus der Dose trinken ist natürlich jetzt eine andere Sache, aber Dosenbier ins Glas gekippt. Steht dem in der Flasche in nichts nach. Im Zweifel ist es sogar besser. So, was haben wir denn hier? Ja, Lager. Klassisch 5% voll. Leider konnten wir dazu nicht viel Angaben finden. Allerdings denke ich jetzt mal, dass das wird so ein Bier sein, was halt auch in großen Massen produziert wird. Aber für unseren Gaumen hier ist vielleicht dann doch besonders darum. Gucken wir mal, was dabei rumkommt. So, die Dose ist leer. Das Glas, wie sieht es denn aus? Ja, goldig-gelb, sehr schön. Duftet malzig. Eher wenig gehopft. Zumindest das sagt meine Nase. Wir probieren es mal. Ja, okay, genau das, was ich erwartet habe. Ziemliches Neutrum, wie auch schon das Leo. Ich glaube, wenn ich die jetzt nebeneinander stellen würde, würde es mir wahrscheinlich schwerfallen, oder auch nebeneinander probieren würde, würde es mir wahrscheinlich schwerfallen, in der Blindverkostung zu sagen, welches ist, weil es ist doch sehr ähnlich. Ich behaupte einfach mal, dass vornehmlich die Verpackung anders. Und sehr dünn, charakterlos. Aber auch das will ich eigentlich haben, wenn ich bei 35 Grad, ich hatte es bei dem anderen, glaube ich, schon mal gesagt, 35 Grad im Schatten und immer kurz vorm Regnen Bier trinke. Und dann wird es das machen, was es soll, nämlich für ein bisschen Wusel im Kopf sorgen und ein Stück weit erfrischend sein. Das ist ein sehr leichtes Bier. Ja, was machen sie von dem Zeug im Jahr? Irgendwo hatte ich gesehen, so um die 10.000 Hektoliter. Ist jetzt nicht die Welt, aber ist schon eine ganze Menge. Es wird offensichtlich dann auch ganz gern getrunken da im südostasiatischen Raum. Ich würde es, wenn es das hier im Supermarkt gibt, nicht unbedingt einpacken. Da haben wir hier deutlich bessere Biere schon probiert, die es alle mehr wert waren, eingesteckt zu werden.
oder auch getrunken zu werden. In dem Fall sage ich, wie gesagt, alles sehr, sehr schlicht. Weil es noch eine besondere Note hat, ist es noch eine 2. Ja, aber es ist wirklich ein bisschen schnödes Industrieprodukt, was eigentlich hier nicht hergehört. Wir haben es einfach nur mit reingenommen, weil es halt von ganz weit weg kommt. Ja, wie gesagt, auf meiner Skala von 1 bis 10, eine schnöde 2. Auch die Verpackung gibt es nicht wirklich her. Ist halt ein ganz nettes Mitbringsel, wenn man von da zurückkommt und geht nochmal über den Flughafen. Dann kann man da sicherlich nochmal in die Truhe greifen und das einfach so rausgreifen, aber ist jetzt nicht der Hit. Wenn euch gefallen hat, was ich hier heute gemacht habe, erzählt's allen. Omas, Opas, Tanten, Neffen, Onkeln, Kindern, wenn sie denn alt genug sind, um Bier zu trinken, sagt ihnen, ich trinke Bier mit dem Biertester, auch morgen wieder am 13. Dezember, dem 13. Teil unseres Adventskalenders. Ich freue mich auf euch. Bis dahin, euer Biertester.